Ja, nun warte doch. Ach, ich bin doch noch gar nicht fertig. Irgendwie ist hier heute, also erstmal, hallo, also Malte, hallo und herzlich willkommen. Erstmal zurück. Irgendwie ist hier heute der Wurm drin. Ich bin unzufrieden mit meiner Sitzposition. Die ganze Zeit im Ladebildschirm hier gerade irgendwie das Mikrofon zurecht gezuppelt. Ja, ich hoffe, das wird jetzt erstmal so gehen. Ja, genau. Stöhnen du auch mal. Erstmal, Malte, ja, Malte, hallo und herzlich willkommen zurück zu Fantasy 15. Ich trinke erstmal kurz meinen Kaffee. Ah, lecker. Ist noch warm. Er wird wahrscheinlich jetzt gleich auskühlen und ich werde nie wieder dran nippen. So. Ja, wir sind hier mit Ardin auf der. In der Nähe von der Kautesplatte oder auf der Kautesplatte. Bin mir jetzt hier gerade noch unsicher, aber ich glaube, wir sind schon dann da. Das Aufgabenziel ist dort hinten. Vom Blute der Kanak. Ja, das haben wir ja letzte Folge schon gehört. Was machen wir denn jetzt hier eigentlich? Es ist jetzt fünf Tage sind vergangen von seit der letzten Aufnahme-Session. Von daher hoffe ich, dass meine Kampfskills noch funktionieren. Ansonsten, morgen komme ich auch nochmal zur Aufnahme. Das ist auch sehr schön. Da dann, denke ich mal, 6 Stunden oder so. Ich wollte auch noch einen Timer stellen. Mach ich mal eben. Bevor ich das vergesse. Ja, morgen komme ich wahrscheinlich auch nochmal gut zur Aufnahme. Ich hoffe mal so an die 6 Stunden. Heute werden es wohl 4 werden. Gucken wir mal. Timer. Auf 4 Stunden. Genau. Wolleck. Zack. So, da läuft er. Perfekt. So, jetzt habe ich hier die ganzen Vorbereitungen auch mit abgeschlossen. Ja, sorry, dass du da jetzt mit bei sein musstest. Aber so ist es manchmal. Was machen wir denn jetzt hier? Da ist ein Ausrufezeichen, da geht die Mission weiter. Hier drinnen. Quasi. Da Bonjour. Steht nämlich der Herr, genau. Genau. Der Herr Bonjour steht da. Der Herr Ardin. Wo wir dann weiterfahren. Ich will aber erstmal gucken, was haben wir hier? Wir haben kaum Geld. Das heißt, wenn wir mal was verkaufen. Komm, verkaufen wir erstmal was. Und ich wollte zwischen den Folgen, glaube ich, noch ein bisschen was tun. Leveln und so habe ich schon wieder vergessen. Mann. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Dolche, Handfeuer, das ist, glaube ich, alles. Haben wir alles schon, ne? Drainer Lanze 2. Haben wir alles, haben wir alles, haben wir alles. Ja, genau, dahinter steht es ja. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Wow, alles, alles Hammer. Das auch. Ich glaube, so Läden sind ja generell sowieso eigentlich nur für die Standardausrüstung zuständig, ne? Und den Rest findet man wahrscheinlich wieder hier. Essen haben wir auch hier noch. Am Stissel. Was haben wir denn hier Gegenstände? Da könnten wir auf jeden Fall eine Menge verkaufen. Wertgegenstände, ja. Die sind doch, glaube ich, nur zum Verkaufen da. Kann das sein? Ich wusste jetzt nicht, was ich sonst damit anfangen sollte. Silberstaub? Ach so. Regenbogenshop, weißer Schwein. Ich bin eigentlich hier eher nur für die Musikhits, die will ich unbedingt haben. Aber hier gibt's auch noch nicht mehr. Besser Mineral, was soll der Scheiß? Mein Auto bleibt weiß. Also, vielleicht mal auch nochmal schwarz draus, aber ansonsten bleibt er weiß. So, hier, das sind die ganzen Angeldingens, Bummens, da haben wir auch genug. Okay, dann würde ich sagen, ach so, ich war im Verkaufen. Jut! Dann verkaufen wir hier das mal. Was haben wir denn hier? Ich will natürlich immer noch einen davon aufheben, weil man weiß ja nie, was man noch so braucht, ne? Besten Dank. Gerne, gerne, Rainer. Hier ist auch schon wieder Rainer unterwegs. Hat er seinen Laden geschlossen und woanders aufgemacht hier, oder? So. Auch weg. Weg. Oh, hier. Lüste aber scharfe Schwungschwede, da können wir mal ein bisschen Geld mitmachen, das ist gut. Alter! Sammlerstück. Eine antike Münze, deren Glanz nie vergeht. Sie hat einen vergleichsweise hohen Verkaufswert. Cool. 4000 Gil. Nice. So, den behalten wir nochmal. Da, 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 da. Ja, das machen wir auch weg hier. Zack. Tschüss. 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 Gesteinerte Muschel, ey. Tschüss. Taoti-Kralle. Schiss. So, jetzt sind wir erstmal wieder reich. Guck mal, 12.000 Ocken. Und dann können wir gleich mal gucken, was er jetzt hier hat. Mann! Idiot! Super Trank, den müssen wir, glaube ich, auch mal wieder aufstocken. Ne? Besten Dank. Sehr gerne. Galli. Elixiere 12. So, gut. Panzett. Dann nehmen wir natürlich wieder eins mit. Alter. FF, 9 Hits, Teil 2. Aha. Kriegt man hier doch alle? Geile Nummer. Haben wir ja schon alles. Okay. Tschüss. Vielen Dank. Dann wollen wir mal gucken. Ja. Natürlich erstmal wieder zum Warmwerden.
wir haben ja letzte Folge hier die Hauptmission wieder so ein bisschen weitergemacht. Deswegen sind wir ja auch hier jetzt mit Adin. Wollen wir, beziehungsweise will ich, erstmal wieder ein bisschen warm werden hier mit dem ganzen Kram. Deswegen will ich wieder ein paar Nebenaufgaben machen. Die Mietzeit ist abgelaufen. Chocobo Katze. Nein! Warum? Ist der jetzt immer noch Level 3? Hoffentlich, weil das wäre kacke. Alter. Verschlafen! Wo ist denn hier die Uhr? Wo ist die Chocobo-Uhr da? Guck mal auf der Karte, Junge. Da hinten. Da irgendwo. Da. Verdammt! Ich hoffe inständig, dass mein Chocobo jetzt immer noch Stufe 3 ist. Ich hoffe, der ändert sich nicht. Das wäre echt doof, wenn ja. Oder gibt es hier noch eine Chocobo-Zucht? Ich weiß nicht. Endlich mal wieder ein freier Tag. Genau, endlich mal wieder ein freier Tag. Hast du recht, ich habe auch schon zwei gehabt und jetzt ist der dritte. Und morgen kommt noch einer dazu. Ist das schön, 4 Tage am Stück frei. Hätte ich mir auch nicht träumen lassen, aber ich freue mich umso mehr. Heiltrank hinter der Tankstelle verloren. Das ist sehr schön. Nun ist es unser. Hier, du bist doch ein Waffenmensch, ne? Ups, ja. Voll ins Gesicht getreten. Hast du gesehen? Ich habe ihn voll ins Gesicht gelatscht. Bist du hier genau richtig? Na, das wir ja, mal gucken. Den haben wir schon. Haben wir schon, haben wir schon, haben wir schon, haben wir schon, haben wir schon. Haben wir noch nichts. Kugelsichere Weste. Diese Niflheim hergestellte Weste ist zu einem gewissen Grad kugelsicher. Reduziert ballistischen Schaden. Also für diese fucking Kackviecher da gut. Ich glaube, soll ich den mal kaufen? Weißer Salbei. Ein Pflanze mit Krafterläuterung. Erhöht die Willenskraft. Scheißende Deck. Egal. Wir sind im Geschäft. Naja. Ist ja gut. Schiss. Bis in Bälde. Bis in Bälde. Ja. Digga. Bis in Bälde. Hä? Wo kommst du denn jetzt her? Bist du noch Level 3? Ich will noch mal gucken. Ja, ist sogar schon Level 4. Mensch. Gehen wir mal mit dem hier. Stolz. Stolzieren wir mal mit ihm hier. Zum Fragezeichen hier. Ist das? Wie meine Mutter werde ich alles tun, damit die Menschen in Frieden leben können. Selbst hier fange ich an zu springen, bevor ich irgendwas machen will. Unfassbar! So, was ist denn hier? Anhören. Ich frag mich, wo sie wohl hin ist. Die Luna Freya? Oh, Kaffee trinken. Habt bitte keine Angst. Ich hoffe, dies lindert euren Schmerz ein wenig. Danke, euer Gnaden. Eos, Quell allen Lebens, bewahr uns vor der drohenden Dunkelheit. Es ist vollbracht. Noch seid ihr nicht ganz genesen, aber schon bald. Ein Wunder. Habt vielen Dank, werte Kanaki. Ehrenwerte Luna Freya, ich bin weit gereist. Doch endlich. Es tut mir leid. Ich bin euch sehr dankbar. So, dann beginnen wir. Sie hätte sich einfach in der Stadt verstecken sollen. Aha. Stimmt. Erinnert mich ja gerade, ne? Wohnung. Oh ja, deine Alte hätte sich bestimmt riesig gefreut. Ja, deine Alte hätte sich riesig gefreut. Nackt. Erinnert mich ein bisschen. Mann, ich will doch was erzählen! Setzt du den Benim Kurs fort. Wie kommst du denn da drauf? Na, durch die Hochzeit wird das öffentliche Interesse an dir steigen. Meinst du? Momentan kräht doch kein Hahn nach ihm. Na, schönen Dank. Es wird Zeit, dass sich das endlich ändert. Wir wollen schließlich nicht, dass die arme Luna ihm alles beibringen muss. Ach, jetzt verstehe ich. Nockt, du musst der Kanagi ein würdiger Ehemann sein. Schlimmstenfalls kann sie ihn einfach als Zepterständer benutzen. Womit habe ich euch nur verdient? Ja, das frage ich mich auch gerade. Also, was wollte ich gerade erzählen? Ja. Dieses kleine Videochen hat mich gerade so ein bisschen an den Final Fantasy Advent Children erinnert, ne? Mit den ganzen Leuten, die so krank werden und so. Die sahen auf jeden Fall so aus, dass das was hier mit dem Lebensstrom zu tun hat. Oder da in dem Film was mit dem Lebensstrom zu tun hat. Vielleicht ist das ja auch so. Hm, Parallele? Weiß ich nicht. Sehen wir, denke ich, ja, in Bälde. So, wo kann ich denn hier noch was machen? Kann ich denn hier noch was machen? Hier ist nur eine Tankstelle, aber da kann ich nur einkaufen. Gibt es hier noch einen Imbiss, wo man irgendwo vielleicht so irgendwas Scheiße machen kann?
Oder muss man hier echt tatsächlich irgendwie quer durch Mappen reisen? Tankstellen sind irgendwie überall gleich. Das ist recht. Die hier sieht aus, als wäre die Zeit stehen geblieben. Ja, würde in Insomnia etwas deplatziert wirken. Aber tolle Atmosphäre. Ja, tolle Atmosphäre. Prompto. Da bist du ja wieder begeistert, ne? Ich möchte darauf, ne? Ich möchte hier oben auch einmal so einen Bogen langlaufen. Geht das? Da hat doch bestimmt einer reingeglitscht. Was ist das hier? Meldaccio Orientierungslauf, Kontrollpunkt C. Dein Fleiß wird die Mutter mit Stoff entlohnen. Suche nach Ruhm, wo vier Beine Schatten schlagen. Das ist es. Was hast Schnitz du in den Bratkartoffeln! Ist ein neues Rezept eingefallen. Da bin ich aber gespannt. Aha. Schnitzel mit Bratkartoffeln. Was macht Prompto da? Steht er vor dem stillen Container oder was? Zack, zack, zack. Hier ist nichts mehr. Schade. Wo die vier Beine um der... Also hier sind ja welche und dahin sind ja welche. Vielleicht meinen die das? Oder der, dieses Schriftstück? Ich bin ja auf jeden Fall in der neuen Gegend, ne? Ist das so? Alter, 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 Alter. Ich will darauf. Ich will irgendwie... Achso, das ist die Kautesplatte. Da müssen wir wahrscheinlich... Ja, ja. Da müssen wir wahrscheinlich dann hin, ne? Straßensperre. Ich glaube, wir kommen einfach dann wahrscheinlich nur nicht weiter als da. Ja, alles klar. Parkplatz, Kautesplatte. Dann fahren wir hier quasi dann den Berg hoch und dann... Genau, sind wir da und da geht es wahrscheinlich auch mit der Main Story weiter. Aber, guck mal. Da sind Fragezeichen. Ja, schon wieder Dave? Sonja? Sanja, meine ich? Dann Sanja und Dave haben schon wieder Zeug für uns. Na toll! Ist hier noch irgendwo einer? Da hinten ist auch noch ein Fragezeichen. Das ist Talum. Waffenhändler. Nee, Quatsch, da. Hä? Wieso ist das durchgestrichen? Ach nee, dahinter ist noch einer. Oh Mann! Ja, pass auf. Pass auf. Wir machen das mal wieder ganz einfach. Und zwar... Gehen wir zuerst mal zurück zum Auto. Schnell, Flux wie die X. Also wenn MP-Stase. Komme ich da so hoch? Nein. Natürlich nicht. Das ist echt ätzend, ne? Diese komischen, unüberwindbaren Barrieren. Kopfschmerzen? Das ist nicht normal. Hat immer noch Kopfschmerzen. Der Junge! So. Wo ist denn... Achso, da ist unsere Karre, ne? Genau. There is our Karre. Steigen wir mal ein. Und suchen uns ein automatisches Fahren und zum Aufgabenziel. Was haben wir denn da noch? Ja gut, das können wir nicht, weil das ist Level 1000. Das ist auch... Da müssten wir erst noch was abschließen. Weiß ich jetzt aber auch nicht, ob wir schon irgendwas haben. Ganz auf Rädern. Haben wir das nicht abgeschlossen? Haben wir das nicht abgeschlossen? Glanz auf Rädern? Bin mir unsicher. Das müssen wir doch abgeschlossen haben, oder? Die Eilieferung. Also hier noch für, ne? Wie heißt er denn jetzt nochmal hier? Lawrence Fishburne? Ne, auch nicht Lawrence Fishburne. Ich hab's vergessen, wie er hieß. Die Steinsuche gekommen. Da kommen wir jetzt auch hin. Genau. Gott. Wollen wir das machen? Dann wieder zurück zu Dino. Oh mein Gott. Omnibus interrupted. Ich werde sagen, komm, wir fangen einfach mal von oben an. Ne? Hier, Glanz auf Rädern. Zack, den machen wir jetzt. Und natürlich schneide ich das Ganze. Ja, sowas hier, das kennen wir ja jetzt alles. Erstmal wieder raus. Also, bis gleich. Prost. Noct, wir sollten unbedingt Medikamente kaufen. Okay. Warum? Frag ich dich, wo haben wir denn jetzt hier angehalten? Glanz auf Rädern. Jetzt muss ich da echt hinlaufen. Aber wir haben ja, ne? Wir haben ja, wo haben wir sie denn? Ne, da haben wir sie nicht. Ah, siehst du, aber wo wir schon mal hier sind? Hihihi. Sorry, dass ich dich da nochmal... Oh, guck mal, 90 FP haben wir. Die können wir doch irgendwo verbraten. Aber in was? Im Kampf? Ich will, glaube ich, ein bisschen stärker werden. Erhöht noch das MP seine Stufe. Bla, aber ich glaube, da fehlen uns noch 9. Hihi. Schwertlanze ermöglicht nach einem Luftschritt... Angriffskombination einer erneuten Luftschritt. Das sind wir. Mache ich jetzt einfach mal. So. Schwertlanze ermöglicht mit einer Kombination aus Warp- und Sprungangriff Attacken auf weitere entfernte Gegner. Das ist gut. Brauche ich. Jetzt haben wir nur noch 10. Ich glaube, damit können wir jetzt überhaupt nichts mehr reißen. Es sei denn, hier gibt es noch irgendwie so ein Low Shizzle. Dizzle. Oh, hier. Ja.
Statuswerte. Ist das ein neuer Menüpunkt? Habe ich das irgendwie schon wieder verschlafen? Wahrscheinlich, weil schon wieder so lange Pausen zwischen waren. Türkischer Warp? Warte, muss ich darüber teilen, das ist Warp. Aha. Ja, oh mein Gott. Hier ist auch neu, ne? Genügsam. Königswaffen. Ah ja, na klar. Ja, daran erinnere ich mich, dass das ein neuer Punkt war. Erhöht die Rate, mit dem Limitbalken gefüllt wird. Reduziert den Verbrauch von Limit. Des Limitbalkens bei aktiven Königswaffen. Limitbalken, das habe ich auch noch nicht ausprobiert. Mein Gott! Ist viel zu viel Stuff hier schon mehr. Aber ich glaube, wir machen. Erhöht die LP aller Gefährten um das Doppelte ihrer jeweiligen Stufe. Setzt gleiche Effekte in niedriger Stufe. What? Achso, das habe ich ja schon gemacht. Hihihi, ich dachte gerade, Alter. What? Vielleicht sollte ich hier echt mal. What? Habe ich das gerade richtig gelesen? Erhöht die LP aller Gefährten um das Fünffache ihrer jeweiligen Stufe. Ach so. Jetzt verstehe ich das. Das heißt, wenn sie quasi Level 10 wären, dann quasi 50 LP dazu oder so. Sehe ich das richtig? Wo wollte ich denn hier? Statuswerte. Bin ich denn jetzt blöd? Bin ich jetzt blöd? Ich bin blöd, glaube ich gerade, ne? Ich bin, glaube ich, echt doof. Ich glaube, ich mich verlesen oder was? Ach ja, ach ja, ach ja. Hier, da war es doch, oder? Magie. Das kostet alles zu viel. Boah, diese FP verdienen, ne? Das geht noch ganz schön auf die Knochen, glaube ich. Deswegen, wir müssen, glaube ich, Nebenquest über Nebenquest machen, damit wir hier auf jeden Fall auch ein bisschen stärker werden, weil sonst sehe ich, glaube ich, irgendwann old aus. Uns fehlt hier, glaube ich, einfach noch ein bisschen zu viel. 18. Fehlen uns nur so ein paar. So ein paar. Okay, alles klar. Ich glaube, bei der Ausrüstung gehe ich jetzt auch einmal eben nochmal ganz kurz reingucken. Flammenzunge ist bis jetzt gerade das Beste. Ich könnte natürlich hier so eine Königswaffe anlegen. Die waren da, genau. Ja, aber die Alter! Klinge des Eroberers. Guck dir den Attackwert an. Aber ich glaube, da sterbe ich sofort, wenn ich da einmal draufschlage. Eieieiei. Hellebarde eines Königs, die ist auch noch sehr langsam wahrscheinlich. Oh Mann! Oh Mann! Die Claymore ist hier immer noch das Beste, oder? Ja, genau. Vita Blitz, Assassin-Dolch ist, glaube ich, auch noch das Beste, was wir hier reinpacken können. Jupp. Okay. Was machen wir hier? Guck mal, das ist alles neu, ne? Oder beziehungsweise habe ich das alles gekauft. Mann, gehen die Leben da hoch, aber die Angriffskraft geht runter und das stört mich. Gibt es hier irgendwas, was einfach mal alles hochreißt? Nee, wahrscheinlich nicht. Kugelsichere Weste. Ja, natürlich gut bei diesen Scheißviechern da, ne? Bei den Amis oder wie sie heißen. Ich denke nicht einmal. Komm, wisst ihr was? Scheißegal, wenn ich es merke, dass ich kacke bin. Ich werde einfach dann wahrscheinlich mal, wenn ich jetzt so diese Nebenquest durch habe und mich dann kurz vor die nächste Mission begebe, einfach mal so 10 Minuten für mich sein und da nochmal ein bisschen rumrüsten. Weil ich glaube, das, weiß ich nicht, wäre dann besser, wenn ich das offscreen mache. Dann ist das cooler. Und das nervt euch dann vielleicht auch nicht so. Obwohl einige das ja auch sehr interessant finden, diese Rumrüsterei. Aber naja. Ich glaube, ich habe auch nichts Interessantes Neues irgendwie dazugekriegt oder so. Weiß ich nicht. Wo kommst du denn her? Genau, nicht mit mir, Leo. Können wir wieder die Dolche nehmen hier? Ist hier schon wieder getoxint? Hä? So, that was. Ach, ich bin toxin. Na, toll. Scheiß Gift. Verdammt. Wo war's denn nochmal? Ach, da, R2. R2, D2. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Gegengift 34, habe ich noch genug? Zumindest dachte ich das. So, wirkt euch mal hier schön das Gegengift rein. Hier ging es doch jetzt irgendwie mit L1 und R1. Gab's doch jetzt was, ne? Habe ich doch letzte Folge freigeschaltet. Muss doch gerade nochmal gucken. Hier, nee. Hä? Hab mich gerade verlesen. Ich dachte gerade, ich glaube, ich habe nämlich beim Bearbeiten gesehen, dass ich dieses Musikgerät nicht gekauft habe im Auto.
weil dann quasi schon was anderes triggerte. Muss ich dann auch nochmal machen. Das ist in den Aufnahmen, in der Bearbeitung, da sieht man dann immer solche manche Sachen, da denke ich mir so, Alter Junge, machst du denn da? Da würde ich am liebsten durch den Fernseher ins Spiel springen und mich selbst würgen. Aber der Jäger muss eher ausgeruht so, haben. Ihr Garulas. Also Augen auf. Ach, das ist das hier. Lackversiegelung das also. Versiegelung. Nix hier mit Lachsversiegelung. Die Jagdsaison ist eröffnet. Na, auf welcher Seite stehst du? War keine Ahnung. Dafür. Ade. Wie fandst du das? Sauber. Der Schwede, da ganz schön reingebolzt gerade. Und warum kommt schon diese Wichser? Wie ist das? Nimm's mir nicht übel aus. So will ich halt. Ja. Fort mit dir. Ach. Unfassbar. Da muss ich, glaube ich, jetzt erstmal wieder klarkommen hier. Genau, jetzt habe ich hier schon wieder das Problem. Überall sind schon wieder Leute und ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Genau, erstmal flüchten, erstmal weg hier und dann erstmal klarkommen. Ich habe schon wieder die MP-Stase erreicht. Das ist schon wieder Kacke. Aber, ich würde gern zum Ohrpunkt. Danke sehr. Dann hole ich mir mal das schnellere Messer raus. Wieder mal die Dolche. Ich glaube, das ist noch besser. Wenn ich dann den richtigen Gegner mal anvisiert habe. Genau den da. So, wollen wir mal die anderen mal ein bisschen hier was tun lassen. Wenn ich hier nochmal irgendeinen Knopf drücken, dann gleich. Da war mal wieder zu spät. Was sind denn jetzt noch für Viecher wieder mit dabei? Das ist unglaublich. Warum sind hier schon wieder alle kritisch? Können wir das mal einer erklären? Hallo, du solltest springen, du Bratwurst. War's das? Oh, ne, da ist noch einer. Ne. Pisser hier. Autsch. Bin ich jetzt hier quasi nur noch wieder allein unterwegs? Was ist denn mit meinen Kameraden los, Alter? Könnt ihr euch mal ein bisschen am Riemen reißen? Ich bin derjenige, der hier Kampfskill 0 hat, ja? Und ihr? Meine Fresse. Ja, apropos am Verhungern. Genau. War ja auch ein harter Kampf. Hast du recht? Natürlich wieder beim ersten Mal wieder 2 Millionen Gegner, die einen hier auf die Fresse hauen wollen. Aber ich glaube, so kommt man dann immer am besten rein, dass man gleich so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen wird. So, winzige Feder? Ja, das Ding will ich haben. Sidney meinte, es wäre für den Regal hier. Aufgabe aktualisiert. Ich will das Versicherung zu Sidney bringen. Und? Ach so. Läuft doch. Du wirkst glücklich. Ja, echt bin ich auch. Schön für dich. 2 Kilometer! Wer ist jetzt schon wieder da? Schluss mit dem Elend. So. Jetzt leg ich los. Sehr gut. Übernimm's nicht. Würde aber trotzdem immer noch gern. Alter. Keine Ahnung, ob ich da jetzt gegen spielen möchte. Oh. Nee. Ich glaube, ich möchte noch mal. Richtig. Einmal weg, genau. Hier noch ein Warpunkt. Haben wir hier noch so ein... Gladio kann nochmal einen Sturmangriff machen. Sauber, Gladio.
Alter, Gladio, nicht schlecht, Junge. Autsch. Alter, guck mal, ich bin hier der Einzige, der noch Leben hat, ja, Jungs? Und ihr verspielt einfach euer Leben mit einem Scheiß, oder was? Sehe ich mir nix, weil der Baum im Weg ist. Alter! Kurz mal nochmal dahin. Kurz umrüsten. Deutsche machen dann doch ein bisschen mehr Schaden. Ups, hätte mal blocken sollen. Alter, bin mir nicht anvisiert, ne? Ausrasten! Hallo? Könntest du ihn treffen? Danke sehr. Haha, in der Luft ausgewichen. Blödbacke. Hat sich ganz schön hingezogen. So, Schiss. Die Erfahrungspunkte kriege ich alle. Danke sehr. Ja, hat sich ganz schön hingezogen. Ich weiß. So, jetzt wollen wir aber hier endlich mal... Oh, Schmerzverjasse. Chocobo, Chocobo, Chocobo. Ja, muss erstmal wieder ein bisschen warm werden hier mit dem ganzen Kram. Verstehst du vielleicht? Hoffentlich. Dann reiten wir jetzt mal zurück. Wie war das hier nochmal genau? Reiten wir hier jetzt zurück zu Sydney. 2 Kilometer weit. Bevor wir das noch schaffen. Hey, bevor Gott, die Nacht drin ist. Hat so ein bisschen mit meinem Aufnahmegerät schon wieder leicht, leichtes Fragezeichen. Oh, 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 scheiße. Es rackelt. Es rackelt. Was mache ich denn jetzt? Los geht's. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Ich glaube, ich muss da eben nochmal kurz was beenden. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe nämlich eigentlich... Ja, komm. Ich reite jetzt noch das Hidden. Ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu schlimm mit dem Gerackel. Dann mache ich da nochmal kurz einen Stopp und werde nochmal kurz alles, was hier in meinen Rechner lahmlegt, ausschalten. Ach, scheiße. Ich könnte ausrasten. Ich könnte echt ausrasten. Oder ich suche mir hier jetzt ein Refugium. Hier ist doch, glaube ich, eins. Hier ist doch ein Refugium. Ich sehe doch hier diese Eisdinger hier. Bla, wo ist es denn? Refugium? Refugium? Hallo? Ich sehe es nicht. Ich suche mir jetzt das nächste Refugium. Und dann... Ich komme ja auch, glaube ich, gar nicht weiter. Wo ist denn die Karte? Verdammt. Ich bin gerade ein bisschen neben der Spur, weil... Da unten ist ein Refugium. Und da hinten ist das nicht. Ich glaube, ich mache da eine Schnellreise, Alter. Ich glaube, ich mache da eine Schnellreise. Oder? Ah, wieso hakt das denn jetzt schon wieder? Ich kriege die Tür nicht zu. Können Sie mal springen? Thank you. Na gut, ich reise da, fahre da jetzt trotzdem mit dem Chocobo lang. Einfach mal so, um zu gucken. Danke. Ja, dein Magen kann man auch. Vielen Guck Dank. Mal. Mein kleiner... In weiser Voraussicht haben wir doch wieder das Panzer mein gekauft, Wagen ne? Ist liegen geblieben. Sehr gern. Redenen. Ich muss das gleich aufhören. Ja, ja. Reparatur des Wagens Panzer. Ja, habe ich doch. Habe ich doch. Vorsicht, Wildwechsel. Vielen Dank. Jetzt hat sich, glaube ich, wieder ein bisschen beruhigt, ne? Aber ich bin da trotzdem... Nein, ist das trotzdem noch nicht so ganz geheuer hier. Kurz hier auf das Ding gucke. Also eigentlich, diese Auslastung ist 80% vom Rechner. Aber ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum. Es auf einmal wieder anfängt zu haken. So, Also da gegen anlocken. Genau, das war diese komische Fall... Da kommt der da schon wieder. Ja, nichts wie weg hier. Nischt wie weg. So, echt komisch, dass man das Springen auf Kreis gemacht hat, wenn man mit dem Chocobo rennt, ja, läuft, nicht fährt, meinetwegen. Und wenn man dann ganz normal unterwegs ist, dass man auf X springt. Von daher drückt man irgendwie automatisch immer X, ne? Wieso muss ich denn das jetzt hier nochmal bearbeiten? Ich könnte kotzen. Gerade mal eine halbe Stunde bin ich drin. Zum Ausrasten. Aber naja. Wenn der Herr Rechner das möchte, dann machen wir das. Können wir auf jeden Fall pennen, ne? Ich glaube, das machen wir auch nochmal. Bevor wir dann zu Sydney weiterreisen. Um das Lack abzugeben. Endlich sind der Lack wir nicht da. Ab ist.
Da steht ja unsere Karre. Hä, wie kommt die Karre jetzt hier hin? Ach ja, ich bin ja auch hierher gefahren. Hihi. I remember me. So, steigen wir ab. Und dann nehmen wir da einen Wohnwagen und dann mache ich hier einmal ganz kurz die Aufnahme aus und wieder an. Und schließe dann im Hintergrund alles, was hier nervt. So, übernachten. Also ich bin dann mal eben schlafen, ne? Ja genau, mach ihn mal wieder fertig. Nein, ich mach dich einfach so fertig. Mach die Hose auf und dann sehen wir weiter.